Herzlich willkommen zu einem neuen MAME 32 Spiel. Zoa spielen wir heute. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es sah aber gerade nach einem Flugzeugspiel aus. Ja. Legen wir doch los. Oh, ich kann nach oben fliegen. Guck mal. Jetzt fliege ich viel höher als alle anderen. Kann nach unten fliegen, aber nicht nach vorne. Ja. Kann ich auch nur sowas kaputt schießen? Das wäre cool. Ich dachte eigentlich, darum ging es in dem Spiel. Um Sachen kaputt zu schießen, nicht nur. Oh. Ich wurde kaputt geschossen. Ah, hier. Wir hatten keine Chance. Ich hatte keine Chance. Ja. Nee, ausweichen. Ich würde gerne ein bisschen nach vor und zurück fliegen. Wäre mir lieber, aber es geht halt nicht. Ich muss auf meiner Position bleiben. Wenigstens von der Höhe. Nee, von der Höhe eben nicht. Von der Weite auf dem Bildschirm. Nur unten bleiben ist angesagt. Und ein bisschen ausweichen. Vereinzelt darf ich sogar auch noch ein paar abschießen. Aber oh. Landing und Take-off. Aha. Ich glaube, ich habe hier was gefunden. Ah, ich kann noch auf dem anderen Knopf nach unten schießen. Das ist die moderne Technik. Oh. Ja. Erste Runde ist schon vorbei. Ich würde sagen, aber wir spielen noch eine Runde. Das kann man sich doch nicht sagen lassen, dass es so schnell vorbeigeht. Wir haben noch Spaß. Komm, los geht's. So. Sind wir am liebsten ganz oben. Ah, guck mal. Wenn wir hier so ein paar Boote versenken, das wäre cool. Man muss das hier nur so abteilen, richtig. Ist ja anspruchsvoll. Ist ja eigentlich wie so ein richtiger Call of Duty. Ja, Nachbau. Vom Realismus her kommt es dem relativ nah. Nicht schlecht geworden eigentlich. Oh, schon wieder wurde ich getroffen. Ich hätte gerne mal sowas auf dem Boden kaputt gemacht. Aber ich treffe das nicht mit den Raketen. Weil sie so präzise sind. Aber es ist halt so in diesen Simulatoren. Schon wieder verloren. Nee, doch noch nicht. Noch nicht. Ja. Falls sich irgendeiner fragt, warum ich diese schönen Spiele spiele, es gibt eine relativ simple und einfache Antwort. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht stehe ich ja auf Selbstverstümmelung. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach verrückt. Vielleicht denke ich wirklich, das Spiel macht Spaß. Ich habe ein Boot noch kaputt gekriegt, bevor ich gestorben bin. Yay. Geht doch. Und ich glaube, das war's. Ja. Ich war besser. Ich habe ganze 180 Punkte mehr erreicht. Ja. Geil. Ich würde sagen, das reicht für den Moment. Mein Herz macht das nicht mit. Das ist einfach zu spannend, aufregend, allerlei Sachen. Deswegen brauche ich jetzt eine Pause. Bis dann. Ciao.